Ja, Freunde, und herzlich willkommen hier wieder zu einem weiteren Video bei Nintendo Connect. Heute wollen wir etwas über Splatoon 2 reden, beziehungsweise eher über das neue DLC, und zwar Octo Expansion. Aber ich bin natürlich nicht allein, wir reden hier zu dritt, und zwar einmal mit Neuzugang Alex. Ich bin Günther. Okay, Neuzugang Günther und Kevin. Ich bin der Papst. Und er ist der Papst, alles klar. Es ist nicht unser Kevin, sagen wir es mal so. Genau, Ich habe sonst immer die bessere Internet. um die Verwirrung groß zu halten, natürlich habe ich nur Kevin gesagt. Okay. Ja, wir haben uns auf jeden Fall gedacht, jetzt ist ja schon ein Weilchen das Octo Expansion DLC raus. Pascal und ich haben es durchgespielt. Pascal hat es tatsächlich sogar auf 100% durch. Ich bin noch am Überlegen, ob ich das 100% beenden will, weil er hat mir schon was gesagt, was mich nicht erfreut, was mich dann erwartet. Es ist nicht negativ, es ist eine persönliche Abneigung gegen diesen Boss. Und ja. Unseren Kevin haben wir jetzt dazu geholt, weil er hat es tatsächlich nicht, er hat Interesse und dementsprechend kann er, während wir was davon erzählen, durchaus Fragen in den Raum werfen, die von Interesse für allerlei sein könnten. Packt Frage und Ja. wirft sie in den Raum. Ja, ich darf jetzt Fragen um mich werfen. Kann man das essen? Es war Wie viel sehr kostet if. es? Wie viele Bosse gibt es? Was für Modis? Das fängt ja Welche schon mal Waffen? gut an. Was spielt man? Kevin wirft Frage in den Raum. Pascal ist verwirrt. Es war sehr effektiv. Pascal hat sich zur Verwirrung selbst verletzt. Oh Gott. Okay, lange Rede, So kurzer viel Sinn. Erzählen. 1999 kostet der ganze Spaß, hat 80 Level und ich glaube noch so 8 obendrauf, wenn du alles zählst, was nicht in die normale Auswahl-Levelstruktur passt. Ja, 8 Könnte müsste das sein, ja. ungefähr 8, passen. 8 müssten das sein. Ich zähle jetzt den allerletzten Boss auch als Einzellevel, weil ist ein Einzellevel. Wenn das ein Secret-Boss ist, ist das für mich auch ein Einzellevel. Ja, dann hast du halt eben. Ja, komm, dann machen wir halt eben 90 draus. So. Jetzt summa summarum. Pascal hat die Switch, glaube ich, gerade vor sich und kann genauer gucken. Ich hätte sie Aber. gerade vor mich. Vor mir. Na dann. Auf jeden Fall, ich persönlich sage, für die 1999 ist das DLC sehr gut. Es ist eine schöne Erweiterung. Für die Leute, die ein bisschen mehr über die Story von dem Spiel wissen wollen, ist es durchaus Bombe, was da am Ende so ans Tageslicht gezerrt wird. Wortwörtlicher Dings. Und was man braucht, ist Frustresistenz. Weil Pascal und ich haben durchaus unsere Hasslevel gefunden. Also wenn man so das normale, die normale Story-Modus in Anführungsstrichen von Splatoon sieht, ist es ja mehr als Tutorial gedacht. Und Octo Expansion ist dann schon wirklich für Spieler, die das Ganze gemeistert haben, so mit jeder Waffe alles Mögliche zu können. Und ich finde ganz gut, dass du auf jeden Fall, musst die Level alle machen, um diese Souvenire zu bekommen. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Level nicht schaffst, weil es halt absolut nicht deins ist, keine Ahnung, Sniper-Level wie bei mir oder so, dann kannst du es einfach, wenn du es dreimal oder so nicht geschafft hast oder viermal, ich bin mir gerade nicht sicher, dann kannst du es einfach überspringen und dann hast du halt nur das Souvenir nicht, kannst aber dennoch einfach weitermachen. Du bist also nicht gezwungen jetzt, oder beziehungsweise du bist nicht dazu genötigt, du musst dieses Level jetzt schaffen, sonst geht es einfach für dich nicht weiter, sondern man könnte es einfach überspringen. Ja, die Level sind in verschiedene U-Bahn-Linien zusammengefasst und die sind in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Hat man alle Souvenire einer Linie zusammen, kriegt man halt eben einen Ausrüstungsgegenstand, den man dann im Normal-Splatoon verwenden kann, sobald man Splatoon Octo Expansion durch hat. Die Belohnung ist nicht nur das, was man bei den Souveniren rauskriegt, sondern man kriegt am Ende auch dann die Option, in der Oberwelt, also im ganz normalen Splatoon 2-Umgebung, als Octoling rumzulaufen. Und dazu gibt es Das dann habe ich halt. ja sogar schon online genug gesehen, die dann so mit Octoling online gespielt haben. Ich bin übrigens immer noch der Meinung, dass die kleinen Octolinge ausschauen, also wenn sie halt eben in Squid-Octoling, was weiß ich, vor mir dann rumschwimmen, dass die ausschauen, als hätten die kleine Schnurrbärte. Oder kommt das nur mir so Vielleicht vor? sind es ja Mexikaner. Oder Franzosen, wer Wo ist weiß. der Sombrero? Ich glaube, es gibt sogar einen Sombrero. Oh ja, stimmt, ich glaube. Kann gut sein. Okay, dann weiß ich schon mal, was ich meinem Octoling Also, anziehe. Ah, Enchilada! Tacos! Genau. Ich habe übrigens Hunger, dementsprechend hören wir jetzt mal darüber auf zu reden.
Gut, schade, keine Tacos. Okay, hast du, Kevin, was fallen dir jetzt so spontan noch für Fragen ein, die du geklärt haben möchtest? Also, dass man Level überspringen kann, das kennt man ja inzwischen von Nintendo. Das habe ich ja sogar selbst schon mitbekommen. Meine Frage wäre höchstens, sind die Rätsel gut? Es kommt drauf an, es gibt tatsächlich einige Rätsel-Dinger, aber die meisten sind dann eher so mit den Spielmechaniken. Eins meiner interessantesten Level war halt eben, wo man dann ein riesengroßes Level hat, wo man mit so ein Quadrat hat, so wie ein Billardtisch, ist glaube ich einfach am besten gesagt. Und man hat in der Mitte dann halt eben Kugeln, die man durch bestimmte Tore schießen muss, gerade mit einer Sniper-Rifle. Man kann also nicht richtig dahin, um die Dinger hinzuschieben. Man muss mit einer Sniper-Rifle wirklich wie ein Kö einen Billardtisch bedienen und die Kugeln dann halt eben durch die Ziele buxieren, damit das Level geschafft ist. Oder man tut halt eben eine Kugel durch ein Level buxieren, indem man es halt eben vor sich her schiebt oder wie auch immer. Also, es gibt so viel zu tun. Oder Picross. Es gibt auch Picross-Level. Das ist sowieso schon mal ganz geil. Auch wenn es sehr frustrierend ist. Also, das heißt, du musst dich selbst zeichnen? Oder irgendwas abzeichnen? Du kriegst ein 3D-Picross quasi. Du kriegst auf der linken Seite das Modell, das du rechts mit Kisten nachbauen musst. Nachbauen heißt, du kriegst einen dicken Klotz und musst halt eben mit deiner Waffe entsprechend Kisten wegschießen, bis du diese Form hast. Und dann hast du das Level geschafft. Gott, das war eine Qual. Klingt auf jeden Fall nicht gerade einfach. Das schlimmste Level war tatsächlich das heißt glaube ich Waschanlage oder so, dann bist du... Geiler Name. Ja, es gibt ja schon in normal Splatoon 2 gibt es ja mitunter Autos am Rand, aber das treibt die auf die Spitze. Es gibt halt eben Level, da fährst du auf einem Auto durchs Nichts und musst dann halt eben Geschossen ausweichen, Gegnern ausweichen und dann auch noch gucken, dass du diesen Bürsten ausweichst, weil, instant tot. Wenn du vom Auto runterfällst, ist auch vorbei. Also, das ist schwer. Das ist richtig schwer. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, da kann man sich, wie gesagt, auch ziemlich drin verbeißen. Ich glaube, meine Frau meinte, ich hätte Tourette entwickelt. Also, das ist meiner Meinung nach allerschlimmste Level, das mich wirklich in den Qual getrieben hat, wirklich, das hätte mich fast umgebracht. War ein Octo-Level, also wo du gegen Octarianer kämpfen musst. Und zwar war in dieser Mitte diese Achter, die Teil, die du verteidigen musstest. Und die kamen von vier Seiten oder so und haben immer angegriffen, oder von allen Seiten halt. Haben angegriffen und du hast eine Waffe bekommen, die durftest du dir aussuchen. Und die Bombe am Anfang durftest du dir aussuchen. Und da waren nur Ultis rumgelegen, also du konntest alle einsammeln, die du wolltest. Gab auch zwei Schilde, die habe ich heute gemacht, das Level. Das ist arg schwer. Das war richtig arschig. Also du musst dann eine bestimmte Zeit einfach aushalten und dieses Teil verteidigen, diese Achterkugel. Und wenn du es nicht schaffst, dann hast du verloren. Und du musst alle töten, also sonst schaffst du das nicht. Du kannst es nicht mit Zeitspiel regeln. Das konnte ich tatsächlich, also die letzten 5 Sekunden habe ich tatsächlich so rausgehauen, indem ich selber auf die Kugel geschossen habe, weil man kann die Kugel durch selber drauf scheißen. Oh, jetzt ist vorbei. Draufschießen, heilen. Und das hat halt eben mir die letzten 3 Sekunden Luft gegeben, um das endlich zu schaffen. Also ich habe da auch so gut eine Viertelstunde dran gesessen und das ist jetzt sehr positiv formuliert. Ich wette, es war länger, aber gefühlt war es bestimmt eine Viertelstunde, weil ich musste 3-mal neu starten. Das sollte man vielleicht noch sagen. Je nach Level hat man eine bestimmte Anzahl von Leben. Man bezahlt auch mit Credits. Wie heißen die Dinger? Cornichon-Punkte? Keine Ahnung. Man bezahlt auch mit Punkten den Eingang zu einem Level und kann an jedem Checkpoint quasi neu anfangen, indem man die Punkte nochmal bezahlt. Hat aber halt eben pro Level halt eben eine Anzahl von Leben. In diesem, was gerade Pascal gesagt hat, hat man halt eben 5 und hat, glaube ich, 4000 Punkte gemacht, um überhaupt wieder neu starten zu können. Dann gibt es natürlich Level, da bezahlst du gerne, ich werfe jetzt mal einen Zahlenraum, weil ich hier jetzt nicht im Kopf habe, da bezahlst du 10.000, hast aber auch nur ein Leben. Glaube ich, zum Beispiel so ein Picross-Ding, weil du da wirklich sehr fein arbeiten musst, kannst dir aber so viel Zeit lassen, wie du lustig bist. Dementsprechend macht es ja durchaus Sinn, dass du da nur ein Leben hast, aber so viel bezahlst. Um die Level halt. Na gut, das ist verständlich. Wenn man halt eben das Dingsbums zusammengebaut hat, also man
hangelt sich quasi über die Karte, die wird im Video zu sehen sein, halt eben durch die verschiedenen Linien und jede Linie hat einen eigenen Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, hast du eine vollständig, kriegst ein Souvenir. Und an einigen Stationen gibt es einen Teil des Dingsbums. Und zwar gibt es davon 4 Stück, die verteilt sind. Die baust du zusammen und dann geht's... Ja, dann kommt die Story in Gang. Am Anfang heißt das ja einfach nur, ja, du bist irgendwo, hier ist eine U-Bahn-Station, komm ins gelobte Land. So. Das ist die Story, die... Das ist halt eben der ganze Anfang. Und sobald du halt eben das Dingsbums zusammen hast, dann kommt da ordentlich was in Fahrt. Zum Beispiel auch etwas, was man nicht unbedingt... erwartet. Also ich will das jetzt in diesem Video nicht unbedingt als Spoiler raushauen. Es ist nämlich schon eine Überraschung, wer sich spoilern will. Im Internet gibt es genug Möglichkeiten. Aber das Ende überrascht. YouTube regelt. Nicht nur regelt, sondern delivered. Und dann noch. Und ja, laut Pascal, wenn man alle 80 Level geschafft hat, alle 80 regulären Level, kriegt man halt eben noch einen Secret Boss an die Backe. Und es ist eine Abwandlung von dem Boss, den man am Ende so oder so hat. Aber der scheint noch um einiges härter zu sein, deswegen habe ich Angst vor ihm. Und wenn man noch ganz gut ist, dann kann man auch nochmal jedes Level mit allen Waffen machen, die da möglich sind, denn da ist immer ein Haken daneben. Achso, das ist dann auch so. Schaltet man dann korrekt, auch wie im normalen Story-Mode, die Waffen dann alle frei für den Online-Modus? Nein, da es ja keine speziellen Waffen sind. Ich weiß es aber tatsächlich aber auch nicht, weil ich es nicht gemacht habe. Da müsste man dann das weiß ich, Alex nochmal fragen. Das kann ich jetzt auch gerade nicht sagen. Aber du hast zu jedem Level, gibt das Spiel dir meistens auch die Möglichkeit auszusuchen, was für eine Waffe du verwenden willst. Zum Beispiel in dem Level mit den... es gibt mehrere Level, wo du nur mit einer Sniper-Rifle rumlaufen kannst. Da hast du eine Auswahl zwischen 3 verschiedenen zum Beispiel. Da kannst du dann das nehmen, was dir am meisten zusagt oder das, was die beste Sekundärwaffe ist. Ob es jetzt die Platschbomben sind oder wie auch immer dieser Wurfkubus heißt. Also du hast dann auch durchaus die Wahl, was du für Waffen mit reinnimmst. Aber das Spiel gibt dann meistens immer noch so eine Empfehlung ab, so wenn du keine Gedanken machen willst, dann hier, wenn du das machst, kriegst du so viele Cornichon-Punkte am Ende und das ist unsere Empfehlung. So, Punkt. Und dann habe ich jetzt eigentlich nur noch eine einzige Frage. Jetzt kommt. Stimmt es, dass es einige Level gibt, wo man durchgehend so eine Ulti aktiviert hat, wie den Jetpack? Da kam mir auch gerade in den Kopf. Ja, die gibt es auch. Und das ist schon geil. Das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört, dass es das gibt, aber ob es halt stimmt, wusste ich nicht. Also was mir jetzt gerade einfällt, sind die Jetpack-Level. Die sind auch ganz cool. Da merkst du halt eben, gerade das Finale baut auf einem Level auf, wo du wirklich durch Gitter durchfliegen musst mit dem Jetpack und eine ganze Konstruktion hochfliegen musst und dann natürlich aufpassen musst, weil die Steuerung mit dem Jetpack ist halt eben schwammig genug, dass du dann auf einmal irgendwie so einen schmalen Grat wieder runterfällst und dann stehst du entweder unten oder wenn du ganz blöd gefallen bist, dann bist du tot. Oh, klingt nicht so gut. Und dann gibt's halt eben noch Level, da läufst du wirklich als Kugel einmal quer durch die Gegend mit der... Ach, wie heißt die nochmal? Ja, die Splatoon-Kugel halt. Du kannst damit auch Gegner in die Luft jagen, hast aber nur ein bestimmtes Zeitlimit. Und natürlich, wenn du stehen bleibst und vorher die Kugel in die Luft jagst, nur um dann wieder in die nächste Kugel reinzukommen, dann brauchst du halt eben auch Zeit und bleibst auch stehen. Und Momentum geht dir flöten, etc. Also, habe ich schon erwähnt, dass man Frustresistenz für dieses Spiel braucht? Ja, das hast du vorhin schon mal irgendwann erwähnt. Gut, ich hatte Angst. Aber die habe ich auf jeden Fall. Das ist gut. Sollte man auf jeden Fall bei diesem Spiel, beziehungsweise bei diesem DLC mitbringen. Auf jeden Fall von mir eine dicke Empfehlung. Was sagt der Pascal dazu? Ja, ne, der ist so ruhig. Sag mal was. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Pascal? Ja, wir haben ihn verloren. Sein Discord spinnt seit neuestem ein bisschen. Okay. Das hab ich schon gemerkt. Dann belassen wir es jetzt einfach hierbei. Ich danke dir fürs Dabeisein, Kevin. Das Video geht sehr wahrscheinlich, also die Leute, die es jetzt sehen, die sehen es halt schon, mit sehr zufälligem Gameplay im Hintergrund, wie ich gerade versuche, das Spiel doch auf 100% zu bringen, zumindest was die Level geht. Ihr werdet ein paar Abgründe sehen, da tun sich halt eben Abgründe auf, ist halt so. Und würde dann einfach sagen, nochmal danke, Kevin, danke, Pascal. Ja, bitte. Da, guck mal, da ist er wieder. Da ist er wieder, dann kann er... Ich wollte nur nicht dazwischenreden jetzt. Ja. Okay, ja, dann ist eigentlich alles gesagt und ich sage jetzt zum dritten Mal tschö. Und diesmal kann Pascal selber tschö sagen. Auf Wiedersehen und tschö mit Ö, genau. Ja, und jetzt der Kevin. So,
Wie gesagt, schön mit. Wow, wir sind voll gesprächig. Haut rein. Endcard Gag hier. Tschüss. Okay, also ich soll das Intro sprechen, oder was? Ja, ich dachte mir, warum nicht? Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu unserer Nintendo Connect Selbsthilfegruppe. Soll ich das wirklich so nehmen? So, jetzt habe ich die Endcard. Dankeschön. Also, du bist bitte nicht echt. Ich muss vorsichtig sein, was ich sage.